Aber wahrscheinlich, ich habe die Knöpfe ja noch gar nicht gedrückt. Kann es vielleicht sein, dass der Fahrstuhl gar nicht geht mit dem Duke? Ich wollte ja erstmal gucken und dann nur mal kurz, ne? Man kennt es ja. Na toll. Das ist doch die Borg, oder? Die sitzt doch in ihrem Alkoven gerade hier. Hier sind wir. Schön. Das hilft mir nur nicht viel weiter. Weil der Duke ganz weit weg ist. Ja, ich sag ja, der funktioniert dann später. Das meine ich ja. Aktuell funktioniert er nicht. Wer bewegt euch? Achso, Namen Laura. Der funktioniert später. Ja, wie gesagt, ich habe den ja nicht probiert. Ne? Das X markiert die Stelle. Wenn ich das jetzt so mache, dann ist doch... Hier passiert doch gleich irgendein Dreck. Ich will wirklich das Ding anmachen. Wenn ich den Strom anmache, da gehen die doch da an. Mechanisches Teil. So, so. Ein mechanisches Teil. Ich will das hier gar nicht anmachen. So, mit der haben wir noch nie geschossen, ne? Ich glaube, das wird gleich wichtig. Okay, hier kommen wir nicht ran. Dann machen wir es mal wieder die andere Waffe. Hallo? Von da kommen wir nicht weiter. Hier machen wir uns gleich die Tür auf. Noch eine Kiste. Da ist bestimmt das andere mechanische Teil drin. Mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.0. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt, habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt, Muskelstimm dazu mit Elektroschocks erfolgreich, Hirntod, da er kaum kognitive Fähigkeiten, Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert, danach Stillstand. Mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.01, Kopfstück an Schädel angebracht, Elektroden mähen stabile Gehirnströme, Experiment 1, Kampf gegen Lykans, wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen, Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mhm. Mechanischer Soldat Version 1.10, habe Unterarm mit Bohrer ersetzt, Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend, mit lebenden Körpern versuchen. 1.15, Kadu-Reaktor in Brust implantiert, deutlich verbesserter Output, Experiment 2, Kampf gegen Lykans, innerhalb einer Minute 3 Lykans zerstört, gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors, könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Das ist meistens so, wenn der Reaktor zerstört wird, dass die Funktion eingestellt ist, ne?
Das avanciert jetzt wieder zum Dreh- und Angelpunkt, das Teil, oder? Das heißt, wir müssen... Okay. Wir müssen jetzt hier wieder durch. Oder? Ist doch der beste Punkt hier, ne? Theoretisch könnte man hier runter, aber will ich das? Ich muss die andere Seite lang. Ich, Idiot. Wir haben doch da eine Abkürzung freigeschaltet. Hier sind wir da runtergefallen. So, da werde ich aber nicht an den Typen hier... Wobei, die Typen werden, glaube ich, erst aktiv, wenn der Reaktor aktiv ist, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich muss ja das nicht provozieren. Okay. Wie schön, dass wir hier nochmal gehuckt haben. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir werden uns hier am längsten aufhalten, oder? War die vorher auch schon da? Na toll. Bis er explodiert. Ach, der ist jetzt gekommen hier. Ich glaube, da kommen immer noch öfter welche hier. Toll, geht alles aus. Ja, mach Krach. Mach Krach. Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Warum? Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Ach so. Wirklich, wirklich enttäuschend. Ja, ja. Sie hat mich, uns, zu ihren Kindern gemacht. Ja. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe!
Also brauche ich Macht. Okay. So viel wie nötig ist. Okay. Sie zu vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arschloch. Ach so, was sagt die Gesundheit? Ach, die sagt super. Das Schlimme ist, irgendeiner von denen kann jederzeit, also geskriptet natürlich, jederzeit auf uns wieder niederprasseln. Oder hinter uns niederprasseln. Was ist das hier? Ach so, damit habe ich ihn gegrillt, wa? Ich bin wieder in so einem komischen... Das ist ja alles so verwinkelt. Was mach ich denn hier bloß? Wo bin ich denn hier bloß? Will ich denn hier sein? Ah, ich kann ihn nicht... Ah doch, da. Aber wenn ich hier eine Mine habe... Oh. Na toll. Rat schneller nach. Okay, hier kann keiner rauskommen. Das ist so bedrückend hier. Der ist schon halb fertig. Achso, das sind Motoren hier, wa?
diese beklemmende Stimmung hier. Ist klar, zwei auch noch. Was ist das jetzt hier? Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ach, der hat auf dem Rücken, hat der den Kram. Das erinnert mich auch an Uno, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe auch irgendwie so einen Gedankengang gerade. Hätte ich mich nicht drin verstecken können, ne? Oh, das sieht wieder freundlich aus da drüben. Ich habe bald keine Munition mehr hier. Alles total verarscht. Ach, hier sind wir. Ah. Ja, wir kriegen doch hier gleich wieder Besuch, oder? Mit ziemlicher Sicherheit kriegen wir hier Besuch. Okay, warte. Halt, hier war. Band unter der Decke an, wo die Leichen hingehen. Ja, ich guck trotzdem hier gerade. Aber ich wüsste jetzt nicht, hä? Was du meinst? Hat's geblinkert hier irgendwo oder was? Was ist denn damit? Ist das Band, wenn du das meinst? Ja, das wär's, ne? Wenn ich die jetzt hier gleich irgendwie kaputt machen könnte, bevor sie. Ich sehe jetzt erstmal nichts Auffälliges. Aber das will nichts heißen, ne? Drüben sowas? Nö. Nö, also ich sehe jetzt nichts, Flo. Was. Gar nicht. Ich kann mal hier von hier hinten noch gucken. Ach so. Ja, was heißt Bockmist gebaut? Das sind die Teils. Da guckt ja nicht immer jemand hin. Und das meinst du da hinten? Ach, da. Ja, oder? Das könnte aber auch sein, dass das eine Längswand ist wie die hier. Ne? Und nicht. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Hier drüben ist das eher sichtbar. Ja, ja, hier ist eine Wand. Da kommen sie aus der Wand. Ja, mein Gott, das sind Teils. Das sehe ich jetzt nicht so dringend. Aber danke für die Ablenkung.
So, wo sind wir jetzt? Das wird noch ein riesiges Level hier werden. Da oben ist wieder so ein Ding, das heißt, wir haben wieder einen zum Grillen hier gleich. Wo ist denn sein? Da oben. Okay. So ein bisschen. Warum ist das alles so eng verwinkelt hier? Und warum werden die Türen so abgesichert? Gehst du durch? Meine Fresse! Gehst du weiter? Oh Gott! Alter! Stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Aber gerne. Okay, kombinierbar, also das nicht. Ich hoffe nicht, dass die alle kommen. Ich habe gar nicht so viel Munition. Ich habe gerade aufgestockt. Was hat er denn aufgestockt? Das ist wieder dieses Fake-Aufstocken, ne? Naja, ist das Fake-Aufstocken. Oh, alter Verwalter. Das hat mich gerade erschrocken. Dass der da einfach auftauchte. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Für sowas bin ich doch überhaupt. Ja, danke, danke. Okay, damit haben wir jetzt die Bienen. Wir sind jetzt von da unten hier hochgekommen. Gut, alles gut. Mehr oder weniger. Das Problem ist, ich habe gerade wieder so einen Munitionsmangel. Ansonsten müssen wir ein bisschen mehr mit den Granaten wieder arbeiten. Oder wir haben ja noch eine Waffe, wo wir fleißig Munition sammeln hier hinten. Hier, diese hier, ne? Die wir bisher noch nicht einmal eingesetzt haben. Aber ich befürchte, ich sollte es nicht riskieren, die vorher die Munition alle zu machen. Denn ich werde es mit Sicherheit brauchen. Aus vollster Verlegenheit sortiere ich jetzt erstmal schon mal Gegenstände hier um. Okay. Puh.
mich da wieder zurück. Genau aus dem Grund nämlich. Hier ist noch was. Was ist hier noch drin? Was ist hier noch drin? Ha! Jetzt ist aber... Ja. Okay, sicher ist sicher. Warte mal. Keine Ahnung, ob das vom Speichern, also von den normalen Save-Punkten hier, die Auto-Save-Points, ob das damit auch getriggert ist. So, B3 und B4 und B1 müssen wir noch schalten. Das ist jetzt noch kaputt. Okay. Wir sind jetzt in B3 Manufacturing. Gefühlt ist das noch viel größer. Ach du Scheiße. Und wir müssen mit Sicherheit in die B2 Electrical durch, also darüber. Weil wir sind ja jetzt wieder hier. Glaube ich. Hier sind wir, ne? Das ist der Fahrstuhl hier. Und wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt hier rüber. Und das ist einfach nur enorm. Die Frage ist, woher holt der die denn? Woher kommen denn die ganzen Leichen? Das können doch nicht alles Dörfler gewesen sein. Das können nicht sein. Liegt noch einiges vor mir. Ach. Ach, Ethan. Ach so, das ist wie eine Kaffeefahrt. Ja, ja, das... Weißt du, ich wäre schon längst abgehauen. Hätte gesagt, hier, komm, Chris, mach's. Schaffst du schon. Okay, hier geht's nicht weiter. Für Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt. Nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. Du und deine Familie sind mir sowas von egal. Das Schlimme ist, es kam ja dieser Autounfall dazwischen, ja. Mal davon abgesehen, ob der wirklich stimmte. Das wissen wir ja alles ja gar nicht. Ansonsten hätte es ja Chris Redfield gemacht, ja. Was heißt überlassen? Ich meine, gut, ich kann jetzt nichts sagen zu Resi 7, weil ich es nicht gespielt habe, ja, aber... Ja, war anders, ist klar, aber er hat's ja alles durchgemacht. Oh, warte mal, der Dings funktioniert ja gar nicht. Warte mal kurz. Mal gucken, ob es jetzt wieder gleich geht. Na? Ja. Die scheinen ein bisschen beschäftigt zu sein.
Warum riesiger Bohrer? Ein bisschen Munition gespart, ne? Weil sonst, wenn wir getroffen hätten, 4 Schuss für jeden derzeitig aus der Waffe. Bei 12 Schuss, geht ganz schön die Munition alle. Da können wir wieder durch. Wow. Ein Dietrich. Übrigens haben wir schon lange keine Sachen mehr gefunden in der Zwischenzeit, wo man einen Dietrich benötigt hätte. Oder? Ne. Ne. Never. Okay, und hier... Hier gibt es aber noch irgendwas, was wir hätten finden können hier. Was, ich bin dran vorbeigelaufen? Niemals. Achso, ich bin in der... Nee. Da war nicht ein Dings, okay. Aber hier habe ich jetzt sowas ja nicht. Naja, 100% geht sowieso nicht. In dem Raum, wo du auf die Dinger mit den orangen Punkten, die du abgeschossen hast. Ja. Es waren sehr viele Räume mit den orangen Punkten, die ich abgeschossen habe. So, hier sehe ich erstmal auf den ersten Blick nichts weiter. Wahrscheinlich kommen wir noch eine Ebene höher. Oder auch nicht. Boah. Das war nicht geplant. Geld. Okay, haben wir. Was war da hier für ein Symbol gerade eben? Achso, es ist ein Mauersymbol, okay. Quicksave. Das sieht nicht gut aus.
Schade. Da muss ich... Ich will das nicht. Ich werde aber müssen. Vorsichtig hier. Geht ja alles kaputt. Wie das überhaupt, Nein! Na, ist klar. Komm her. Komm, 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 komm. Die leben ja immer noch. Oh, wo bin ich jetzt hier? Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Ich bin hier unten gewesen. Dann kam die an, ne? Genau. Da hatte ich das angeschossen, dann kam die an. Okay, okay, okay. So, da drüben muss ich noch hin. Eins haben wir noch offen. Lass mich raten, da kommen gleich noch ein paar. Wäre sonst zu einfach. Wer möchte denn bitte schön freiwillig... Oh. Stell dir mal vor, wir würden hier noch Schaden bekommen. Aus? Ja, ne? Okay. Ach, ja, Ethan, bist du bescheuert oder was? Das geht doch gleich an. Schnell rüber. Wo zur Hölle sind wir? Zerkleinungsschacht von was und warum? Was ist denn hier oben? Wie tief waren wir denn hier unten?